Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Albeb Bestwin. Weiter geht's mit der Dark Knight Questreihe. Mal schauen, wem wir dieses Mal für Miste mithelfen sollen. Ich habe Miste ein bisschen auf den Zahn gefühlt, aber er weiß selber nicht, wie viel über seine Kräfte. Er betont immer wieder, dass er damit anderen helfen möchte. Und er kann damit nur Leute erscheinen lassen, nichts anderes. Wenn du deinen Dunkelritterkristall wieder auffüllen möchtest, bleibt uns nichts anderes übrig, als ihm weiterzuhelfen. Noch viermal, um genau zu sein. Lästig, aber nicht zu ändern. Also ich finde es toll, dass Myste anderen helfen will. Das wollen wir doch auch. Oder siehst du das anders, Sid? Selber die Schutzbedürftigen zu beschützen, um jemandem dabei helfen, anderen zu helfen, das sind für mich zwei Paar Rüstungsstiefel. In der Stadt gibt es gerade niemanden, der unserer Hilfe bedarf. Ich schlage vor, dass wir als nächstes nach Fiederhag reisen und uns dort nach einer geeigneten Aufgabe für den Kleinen umsehen. Dann auf nach Fiederhag. Ich habe mich mit den Jägern unterhalten und gefragt, ob es hier vielleicht jemanden gibt, der traurig oder einsam ist. Es gibt da eine Frau namens Lodi, die erst vor kurzem aus Ishgard hierher gekommen ist. Es hört sich wirklich schrecklich an. Diese Frau hat eine Strafe zu verbüßen und wurde deshalb zur Zwangsarbeit im Wald verurteilt. Doch der verantwortliche Inspekteur demütigt sie noch zusätzlich. Ein Inspektor... Ungerechte Bestrafung. Das hört sich ganz nach einem übereifrigen Mann der Kirche an. Das ist mal eine Aufgabe nach meinem Geschmack. Dem Schuft werden wir es zeigen. Komm, Albeb. Wir statten diesem Sadisten mal einen kleinen Überraschungsbesuch ab. Na gut. Dann schauen wir nach. Da ist der Zielort. Hier muss sie irgendwo sein. Widersprich mir nicht, Heretikerin. Du hast nichts verdient außer den Tod. Entschuldigt, Herr Inspektor. Entschuldigt, Herr Inspektor. Du glaubst wohl, es wird alles gut, solange du dich nur entschuldigst. Aber so funktioniert das nicht. Glaubst du vielleicht auch, mir macht es Spaß, in diesem Drecksloch über deine Bestrafung zu wachen? Ich würde viel lieber in meinem Kantor in Ishgard sitzen und bei einem Glas Glühwein an die gute alte Zeit denken, in der wir Weiber wie dich ohne viel Federlesens gleich Halones Götterurteil überstellten. Lass mich raten. Der Mann ist der sadistische Inspektor und die Frau ist Lodi, die unserer Hilfe bedarf. Was für ein Ekel. Wenn ich den nur reden höre, juckt es mich schon in den Fingern, mein Schwert zu ziehen. Was ist, Albeb? Kennst du diese Lodi? Die kenne ich. Kann ich mich gar nicht erinnern. Sie hat ja einen Schlaf... Ach, die ist das... Ah, wow. Die habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Sie hat dir ein Schlafgift verpasst und mit anderen Friedensgegnern einen Aufruhr angezettelt, weil ihr Geliebter umgekommen ist? Dafür tut sie hier also Buße. Ich will, dass sie wieder lacht. Sie hat mit etwas Böses getan, aber nur, weil sie ihren Geliebten verloren hat. Sie wird sich bestimmt ändern, wenn sie ihren Geliebten wieder treffen kann. Du willst doch nicht etwa ihren Geliebten von den Toten wieder auferstehen lassen.
Bei Mile war das eine Sache, aber bei Lodi. Aber Lodi weiß, dass ihr Geliebter tot ist. Ja, sie würde sich bestimmt ändern, wenn sie ihn wiedersehe. Sie würde vor Schreck tot umfallen. Aber wenn ich nicht helfe, wird ihr Herz zerbrechen. Verlust macht die Leute traurig, zornig, einsam. Sie haben ihre Stimmen schon so oft gehört. Ich merk schon, du machst ja doch, was du willst. Aber sag hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Nun gut, lass uns vorsichtig vorgehen. Es soll schließlich keiner mitbekommen, was für Späße wir hier treiben. Das wäre sicher nicht gut für Lodi. Rielle geht mit Miste nach draußen vor die Siedlung. Albib und ich kommen mit Lodi durch. Dich kennt die Frau, also werde ich sie nach draußen locken. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Verpasst diesem brutalen Inspektor eine Abreibung. Auch wenn die Frau ihre Strafe verdient hat, heißt das nicht, dass er sie wie eine Sklavin behandeln muss. Stelle ihn zum Kampf und lass deinen Zweihänder das gerechte Urteil über ihn fällen. Und wenn der Inspektor bis zum Tode kämpfen will, dann ist es eben so. Ich gehe jetzt am Fluss angeln. Du schaffst hier den Schweinemist mit deinen Händen weg und wehe, ich höre noch einmal ein klagendes Wort. Dann mache ich deinem nutzlosen Leben ein schnelles Ende, wie du es verdient hast. Los, tu es. Das finde ich jetzt mal richtig cool, dass die Story von der Shankmaid weitererzählt wird. Weil, außer nach ihrer Geschichte damals in Patch 3.2, da tauchte sie auf und war auch schon wieder weg. Da müssen wir hin. Und das fand ich jetzt mal... Ich habe die total vergessen gehabt. Wer bist du denn? Was willst du von mir? Ich soll nicht so grob mit der Frau umspringen? Sag mal, hast du überhaupt eine Ahnung, was die angestellt hat? Wenn du mich fragst, ist der Vorsitzende des Oberhauses verweichlicht. Eine Arbeitsstrafe ist viel zu milde für den Verrat, den sie begangen hat. Ein Gottesurteil oder ohne Umweg gleich zum Henker, das wäre eine gerechte Strafe für dieses Weib gewesen. Was soll das? Drohst du mir etwa? Einem Inspektor des Haupttribunals? Schaffe jemand dieses verrückte Weibsbild vom Hals. Ich zahle auch eine Belohnung. Oh, na gut. Dann müssen wir halt noch hier mit der geldgierigen Wache kämpfen. Okay, dann sprechen wir mit Miste. Albib, wo warst du denn? Während du weg warst, habe ich etwas ganz Tolles gemacht. Lodi spricht gerade mit ihm. Schau mal. Ich hab dich so vermisst. Als du nicht vom Schlachtfeld zurückkamst, habe ich Tage und Nächte lang geweint. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Warum du? Ich war so traurig, wütend und verzweifelt. Ich wollte sterben. Ich riskierte mein Leben. Man drohte mir mit dem Tod. Auch jetzt noch. Jeden Tag.
Aber ich lebe, Stasse. Und zwar, weil ich genau weiß, was du mir sagen würdest. Traurigkeit schmerzt. Aber sie bringt dich nicht um, Laudi. Lass mich los. Vergiss mich. Das kannst du doch, oder? Aber ich will es nicht, Stasse. Ich will mich immer daran erinnern, dass es einen so guten Mann wie dich gegeben hat. Wie groß mein Elend auch sein mag. Ich werde leben und alles und jedem trotzen. Ihr könnt jetzt aufhören mit dem Spuk. Ich weiß, dass das nur ein Trick ist. Stasse kommt nie wieder zurück. Steckst du hinter dieser Sache, Heldin Ishgards? Es war meine Idee. Ich wollte dich glücklich machen, weil du doch so traurig aussahst. Es tut mir leid, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Elwim hat damit nichts zu tun. Schon gut, ich bin euch nicht böse. Ich verstehe, dass ihr nichts anderes im Sinn hattet, als mich aufzumuntern. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Elwim. Ich habe dich damals in etwas Schreckliches hineingezogen. Ich habe es seitdem oft bereut. Du hast den Krieg zwischen Ishgard und den Drachen beendet. Doch damit nicht genug. Du bist gleich zu neuen Abenteuern aufgebrochen. Sag, es liegt dir in dem Blut, nicht wahr? Die Schwachen und Schutzlosen zu beschützen. Du kannst nicht anders. Ist es nicht so? Ja, so ist es. Wusste ich es doch. Ich komme aus den Schwad und habe die Geschichten gehört. Es gibt eine Ritterin anders als die anderen, sagt man da. Dunkel und ohne Schild, aber mit einem großen zweihändigen Schwert. Eine, die für die Schwachen und Schutzlosen kämpft. Kämpfe weiter. Es ist ein endloser Kampf, denn es gibt vieles in der Welt, das einen traurig macht. Aber man muss deinem Schicksal ins Gesicht sehen und sagen, mich kriegst du nicht. Ein gutes Motto. So werde auch ich weiterleben und eines Tages glücklich werden. Erlbe, der Dunst, nimm seinen Äther. Du starrst in den dunklen Dunst, der sich auf bizarren Bahnen um sich selber dreht. Achso, Seelenfresser muss ich... Seelenfresser. So, das war's. Dein Seelenfresser löst den dunklen Dunst auf und füllt deinen Dunkelritterkristall mit Äther. Danke, dass du mit Laudi gesprochen hast. Sonst wäre vielleicht alles geblieben, wie es ist. Sie hat sofort gemerkt, dass ihr Geliebter nicht echt ist. Meine Kraft ist wirklich zu gar nichts nutze. Bringt alles nichts, ne? Habe ich doch gesagt. Gut, dann können wir mit dem Theater ja aufhören. Gib Erlib ihren Äther zurück und wir können alle wieder unsere eigenen Wege gehen. Ich warte in Fiederhag auf euch. Nach eurem Gespräch hatte Lodi wieder Hoffnung. Es war also doch nicht alles umsonst. Gut, dass du dabei warst, Elwib. Kommst du mit zurück nach Fiederhag? Natürlich komme ich. Der Kleine will doch noch nicht aufgeben. Wir halten also weiter Ausschau nach jemandem, dem er helfen kann. Ich würde ja lieber einen brutalen Tempelritter mit meinem Zweihänder einen neuen Scheitel ziehen, als diesen Knirps bei seiner Schnitzeljagd Händchen zu halten. Aber als Dunkelritter kann man sich seine Aufgaben nicht immer aussuchen. Doch wer weiß, welches Übel als nächstes auf uns wartet. Ein fanatischer Inquisitor, ein kinderbluttrinkender Drachenanbeter, eine wirklich böse Schwiegermutter mit Mundgeruch. Ich sehe nämlich nach einem anständigen Wutausbruch.
Und ich denke, das machen wir gleich noch in der Folge, würde ich sagen. Mal schauen, was kommt. Und da waren es nur noch drei. Dreimal müssen wir dem Kleinen noch helfen. Wir sollten den Kopf hängen. Wir sollten den Kopf hängen lassen, nicht er. Warum musste Lodi es ihm auch so unter die Nase reiben, dass sie den Zauber durchschaut hat? Sie hat ihm damit das Herz herausgerissen wie ein Strauß Bommelwurz. Bommelwurz. Zuerst hätte ich die Muggels für ihre verrückte Tanzeinlage am liebsten einzeln in kleine Scheiben gehackt. Aber was Rielle angeht, haben sie mir die Augen geöffnet. Ich frage mich, ob die Lösung auch diesmal in Murklingen liegen könnte. Zumindest sollten wir dort jemanden finden, dem Miste helfen kann. Los, unsere nächste Station heißt Murklingen. Eine Reise ins Stravanische Wolkenmeer? Glaubst du wirklich, das ist eine gute Idee? Ich bin bei dem Kleinen hier mit meiner Weisheit am Ende. Aber vielleicht haben die wibbeligen Wichte ja wieder eine Lektion für uns. Zumindest können sie seine Laune etwas aufhellen. Es reicht ja, wenn einer von uns ein finsteres Gesicht macht. Wenn er bei den Flatterviechern nicht auf andere Gedanken kommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber ein Versuch ist es wert. Also gut, nächste Station Murklingen. Eine Reise? Das klingt doch lustig. Kommst du mit, Elweb? Auf nach Murklingen. Irgendetwas haben diese Wichte an sich, das mich rasend macht. Ist es das Geflatter, die wippende Bommel, das zuckersüße Gepiepse? Müsste es dort vorne, um sich die Gegend anzusehen. Hol sie mal zurück, damit wir hier weitermachen können. Wo ist Müsste? Ach, da unten, okay. Ich hol ihn mal schnell. Der Wind, die Wolken. Die Welt ist wunderschön. Danke, dass du mitgekommen bist, Elweb. Ohne dich hätte ich bisher noch nichts erreicht. Warum willst du eigentlich anderen helfen? Ich war immer mit anderen zusammen, die ich sehr mochte. Sie alle haben gekämpft, um andere vor dem Leid und der Trauer dieser Welt zu beschützen. Ich habe ihnen nur zugesehen, bis ich auf einmal eine Stimme hörte. Ich bin so einsam, sagte sie. Seitdem möchte ich helfen, besonders den Einsamen und Traurigen. Wer die anderen sind, mit denen ich immer zusammen war, das ist ein Geheimnis. Wenn ich es dir verrate, hassen sie dich vielleicht. Ich mag dich und ich möchte nicht, dass dich jemand hasst. Nein, ich darf es nicht sagen. Ich sollte jetzt zu Sidogu zurückgehen. Er soll sich nicht um mich sorgen. Aha. Schon wieder ein Geheimnis. Mit wem war Miste wohl zusammen? Wir werden es sicher erfahren am Ende der Questreihe. Hast du mit Miste gesprochen? Weiß er jetzt, was er machen will? Ich will anderen helfen. Vielleicht kann ich es nicht, weil ich niemanden direkt ins Herz blicken kann. Aber ich will es versuchen. Dann lass uns hier verschwinden. Es war eine Schnapsidee, es hier zu versuchen. Gehen wir wieder unter richtige Leute, die keine Bommel auf dem Kopf tragen. Ein Moment, Sid. Ich wollte mir doch noch das Wolkenmeer ansehen. Ich bin sofort wieder hier. Mister, kommst du mit? Wartet! Lauf doch nicht einfach weg! Ach, wissen Sie denn nicht, dass es hier Drachen gibt? Von zu Scherzen aufgelegten Flatterwichten ganz zu schweigen. Denen werde ich eine Standpauke halten, dass sie nicht vergessen werden. Okay, also mal hinterher. Oh! Sidogu mag wirklich keine Muckis. Siehst du das, Elweb? Zuerst konnte ich mich vor Freude über die wie tot daliegenden Bommel kaum halten. Aber ich kann Rielle und Miste nicht finden. Was, wenn hier irgendwas vor sich geht?
Hilf mir, sie zu suchen. Such du den Weg ab, der von hier zum Asner Wolkenweg führt. Ich gehe weiter nach Norden und arbeite mich von dort zum Wolkenweg vor. Okay. Wenn das nicht ein Dunkelritter ist, der dieselbe Quest gerade macht wie ich. Und es geht direkt weiter mit einer Solos-Instanz. Hier war es. Hier haben die Mokris ihre Liebesserenade aufgeführt. Eine Liebesserenade? Liebe? Frag nicht, das war ein eigenartiges Ereignis. Aber es hat etwas ausgelöst. Du hast bestimmt schon gemerkt, dass die Dogo nicht viel über sich spricht. Auf der Rückreise von Moklinge nach Ishgard haben Sid und ich die ganze Zeit miteinander geredet. Mir ist dabei vieles klar geworden. Sid hat so viel verloren. Seine Familie, seinen Meister und seinen Freund Fry. Ich wollte nicht, dass Sid noch mehr verliert. Da habe ich neuen Mut gefasst und mich entschlossen, bei ihm zu bleiben. Ich bin zwar keine Dunkelritterin, aber ich habe verstanden, wie man Kraft aus seinen Emotionen schöpfen kann. Das weiß ich auch. Danke, dass du mir diesen Ort gezeigt hast. Deine Erinnerungen sind für mich sehr wertvoll. Hier steckt ihr also. Wollen wir nicht weiter? Sag mal, Sidogu, willst du die, die du verloren hast, nicht wiedersehen? Was soll denn jetzt diese Frage? So kommen wir doch nicht weiter. Aber wenn ich es mir überlege, gibt es bestimmt noch ein paar Dinge, die ich von meinem Meister hätte lernen können. Moment, du willst doch nicht etwa... Ich glaub, mich kneift ein Dunkelalb. Bist du das, Sidogu? Meister Ompagne! Der war ich. Und du bist selbst unter die Meister gegangen, wie ich sehe. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen, Alvi. Du bist schon längst aus Sidogus Schatten herausgetreten. Wenn mir das Wortspiel erlaubt ist. Du musst wissen, wie ich war einst auch ein Held, wie du. Nein, nein, kein Retter Eoseas natürlich. Aber ich war stets bereit, mich Hals über Kopf in den Kampf zu stürzen und tollkühne Taten auf dem Schlachtfeld zu vollbringen. Abgesehen von meinem Tatendrang war ich ein gewöhnlicher Tempelritter, der noch nie in die Dunkelheit geblickt hatte. Ich kämpfte Seite an Seite mit meinen Kameraden gegen die Drachen und wir errangen einen Erfolg nach dem anderen. Bald hatte ich an jedem Grenzposten und auf jedem Schlachtfeld Ishgards gefochten. Ich schwang meine Klinge wie im Fieber, immer mit dem Wunsch, nicht einen Kameraden zu verlieren. Das brachte mir Orden und Ehrung, und ich sah immer härtere Schlachten. Für einen Soldaten aus Berufung, wie ich es war, lief alles wie geschmiert. Doch dann wurde es die Hölle auf Erden. In den immer erbarmungsloseren Schlachten verlor ich erst einen Freund, dann den nächsten. Meine Kameraden fielen einer nach dem anderen. Und es gab nichts, was ich dagegen tun konnte. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich wollte niemanden mehr verlieren, mehr noch. Ich wollte überhaupt niemand mehr nahe kommen, aus Furcht, ihn doch wieder zu verlieren. Die Angst lähmte mich so sehr, dass ich keinen Hieb mehr führen konnte. Das war mein Ende als Tempelritter und erst recht als Kriegsheld. Die Geschichte hast du Freyem und mir schon dutzende Male erzählt. Doch beantworte mir eins, Meister. Du hättest die Tempelritter verlassen und das Kämpfen ganz aufgeben können. Warum wurdest du zum Dunkelritter? Warum hast du dich dazu entschieden, Fry und mir zu helfen und uns in die Dunkelheit zu führen? Das fragst du mich nicht zum ersten Mal. Die Antwort würde nur ein Soldat verstehen. Aber wenn du es wirklich wissen willst, zück dein Schwert und ich werde es dir zeigen. Jetzt bist du alt genug. Ich habe kein Bedürfnis, gegen dich zu kämpfen.
Warum dreht sich am Ende doch immer alles um das Schwert? Spar dir deine Worte. Wolltest du es nicht so? Du hast mich doch erschaffen mit deinen Gedanken. Du hältst mich für einen schwertschwingenden Kämpfer und so stehe ich vor dir, Sidurgu, mein Schüler. Zeig, was du kannst. Zeig mir deine Wut, deinen Zorn, die gesamte Dunkelheit in deinem Herzen. Und deine Freunde, die sollen auch mitmachen. Bereitet mir ein letztes Andenken an diese Welt. Okay, dann auf gegen Opagne der Tiefschwarze. Oh, der hat's aber gut drauf. Und dann geht's wieder gegen Opagne. Ganzen Tricks kann man auch vernichten mit dieser tiefschwarzen Rune oder was auch immer er damit anstellen wollte. Sidurgu? Okay, er nimmt noch kleinen Heiltrank. Als ob das was groß bringt. Und jetzt steht Sidurgu auch noch weiter in der AOE. Meine Güte! Nicht, dass ich den Kampf verliere, weil Sidurgu so blöd kämpft. Der will mir was beibringen. Was? Also noch ein Versuch. Ach, ich hätte mal lesen müssen, was da steht. Ich sollte mich irgendwie um Rielle kümmern. Schwarze Lune geht gegen Rielle vor. Ah. Da
beschützen. So, jetzt achte ich mehr auf Rielle. Ah, okay. Ah, das habe ich übersehen. Die zweite tiefschwarze Lüge. Du darfst sterben, okay. Du hast mich geschlagen. Du bist eine Drachenritterin durch und durch. Und du auch, Sidurgu. Aber daran hatte ich natürlich keinen Zweifel. Es war ein Vergnügen, nach so langer Zeit die zwei Hände mit dir zu kreuzen. Schweig. Ich habe viel eingesteckt, also spar dir deinen Spott. Nicht doch, es sollte ein Lob sein. Aus meinem ängstlichen Schüler ist ein Dunkelritter geworden, der seinesgleichen sucht. Ich glaube, du bist jetzt genau in der richtigen Verfassung für meine Antwort auf deine Frage. Ich hatte den Glauben an den Krieg, den ich als Tempelritter führte, verloren. All die Leben, die verloren gingen, ohne etwas zu erreichen. Es erschien mir alles so sinnlos. Wut und Zorn stauten sich in mir auf und ich schritt in die Dunkelheit. Als Dunkelritter kämpfte ich auf eine neue Art, mit neuen Techniken, und ich rettete viele vor dem Tod. Doch jedes Mal, wenn ich sie ziehen sah, dachte ich das Gleiche. Der Tod mag uns trennen. Aber ist es im Leben anders? Egal wie sehr ich jemanden liebe, egal wie vielen Gefahren ich jemanden, vor wie vielen Gefahren ich jemanden beschütze, es kommt immer ein Tag, an dem er oder sie aus meinem Leben tritt. Der Tod hat viel Trauer in mein Leben getragen, aber ich weiß jetzt, dass Verlust und Abschied Teil des Lebens sind. So haben es die Götter bestimmt und ich habe gelernt, diese Wahrheit zu akzeptieren. Auch jetzt ist ein Moment des Abschieds gekommen. Heldin Eoseas, wirst du mich mit einem Streich deines Schwertes entlassen? Eins habe ich dir noch zu sagen. Es liegen noch viele Schlachten vor dir. Du wirst viel gewinnen. Respekt, Reichtümer, neue Freunde und du wirst viel verlieren. Fürchte dich vor dem Verlust. Trauere dem Verlorenen nach, denn aus diesen Gefühlen bezieht der Dunkelritter seine Kraft. Erinnere dich an die, die aus deinem Leben getreten sind. Behalte sie in deinem Herzen. Und auch wenn sie weit weg sind, könnten sie dir nicht näher sein. Lass diesen Gefühlen freien Lauf und sie werden dich zur Stärksten unter den Dunkelrittern machen. Leb wohl, Sidurgu. Du hast dich für das Richtige entschieden. Kämpfe und beschütze die, die dir lieb und teuer sind. Als wüsste ich das nicht längst. Damit hat der Spuk ein Ende und du hast deinen Äther zurück. Zumindest einen Teil davon. Und danke, Alpin. Kleiner, ich hätte nicht gedacht, dass du dich so gut aufs Kämpfen verstehst. Es tut mir leid, ich wollte gar nicht kämpfen. Jetzt bist du verletzt, das war meine Schuld.
Ich habe einen kräftigen Hieb verpasst bekommen, aber das bin ich gewohnt. Halte dich in Zukunft etwas zurück, ja? Ich will nicht, dass dir etwas passiert, schon gar nicht durch die Hand einer Erscheinung, die meinen Gedanken entsprungen ist. Ich habe gegen meinen Meister verloren, und das nur, weil ich nicht geglaubt habe, gegen ihn gewinnen zu können. Sid, die Wunde ist ziemlich tief. Ihr sollt nach Mucklingen zurückkehren, dort werde ich dich verarzten. Sidurgus Wunde muss sehr wehtun, aber er hat seinen Meister wiedergesehen. Das muss ihn doch glücklich gemacht haben. Dann bin ich auch glücklich. Sidurgus Meister hat gesagt, dass man einen Verlust akzeptieren soll. Aber mit anderen zusammen zu sein, ist doch besser. Also komm, wenn wir uns beeilen, holen wir Sidurge und Riele noch ein. Es tut mir leid, aber ich werde eine Weile außer Gefecht sein. Sobald meine Wunde verheilt ist, machen wir uns wieder auf die Suche nach deinem Äther, das verspreche ich dir. Zweimal noch, dann sollte dein Kristall wieder voll sein, hat der Kleine zumindest so gesagt. Okay, dann war's das für heute. Die zweite Quest doch ein bisschen länger und die Folge ist lang, aber ja gut, ist halt so. Beim nächsten Mal beginnen wir dann mit der Kriegerquest-Reihe von Stormblood. Bis dahin, macht's gut!